Genau, also ich bin Tim, ich bin Sozialpädagoge im Basisprojekt. Das Basisprojekt ist eine Anlauf- und Beratungsstelle für Männer, die in der Sexarbeit tätig sind. Das Basisprojekt gibt es mittlerweile seit 1986, also über 30 Jahre hier in Hamburg, ist damit auch das erste seiner Art sozusagen, also das erste Projekt, was mit männlichen Sexarbeitern arbeitet. Ja, mittlerweile gibt es in den meisten größeren deutschsprachigen Metropolen ähnliche Projekte. Genau, unsere Zielgruppe sind männliche Sexarbeiter. Das hat sich mittlerweile auch so ein bisschen noch für Transpersonen erweitert. Da ist die Definition und die Verteilung von Transpersonen ist ein ständiger Prozess. Wer sozusagen zu den Fraueneinrichtungen geht und wer zu uns kommt. Genau, und eine weitere Zielgruppe unserer Arbeit ist auch die Kundschaft der Sexarbeiter. Also wir arbeiten auch mit Kunden und Kundinnen von Sexarbeitern. Allerdings nicht hier in unserer Anlaufstelle, sondern im Rahmen von unserer aufsuchenden Straßensozialarbeit oder auch irgendwie gesonderten Terminen, die man mal vereinbaren kann. Genau. Unsere Arbeitsbereiche teilen sich so ein bisschen auf. Wir haben eine Anlaufstelle, eine Anlauf- und Beratungsstelle in St. Georg. St. Georg ist das Hamburger Bahnhofsviertel, in dem auch Sexarbeiten ein präsentes Thema ist. Die Anlaufstelle ist hier vier oder beziehungsweise fünfmal die Woche geöffnet für 4 Stunden tagsüber. Wir bieten hier niedrigschwellige Grundversorgung. Also man kann hier duschen, Wäsche waschen, essen, schlafen und auch einfach nur hier sein. Also wir verstehen uns auch als Schutzraum für Sexarbeiter. Das heißt, während der Öffnungszeit ist hier auch niemand drin, außer Sexarbeitern und halt uns Sozialarbeitern und Sozialarbeiterinnen. Genau, und darüber hinaus bieten wir Beratung an. Also unser Kernthema ist natürlich Gesundheitsprävention. Aber Gesundheitsprävention setzt für uns nicht erst in den Präventionsgesprächen an sozusagen, sondern fängt mit Beziehungsarbeit an. Also wir versuchen langfristig stabile Beziehungen aufzubauen, um überhaupt auch unsere Nutzer und Nutzerinnen erreichen zu können. Und auch diese niedrigschwelligen Angebote, die ich beschrieben habe, sind für uns schon Teil der strukturellen Prävention. Also wir sehen das so, dass nur jemand, der satt ist, jemand, der ausgeschlafen ist, jemand, der sich geduscht hat und dementsprechend auch ein positives Selbstwertgefühl, körperliches Selbstwertgefühl hat, nur mit dem macht auch eine Beratung erst Sinn. So, deshalb verstehen wir diese Grundversorgung auch als Teil unserer Gesundheitsprävention. Genau, neben der Anlaufstelle gibt's noch, haben wir noch eine Übernachtungsstelle, wo wir 10 Notschlafplätze haben, in denen männliche Sexarbeiter für einen bestimmten Zeitraum wohnen können, übernachten können. Und dort auch nochmal natürlich irgendwie pädagogisch betreut werden da also nochmal so ein Ort der Ruhe und der Möglichkeit der Stabilisierung vorfinden. Genau, der dritte Bereich ist die Straßensozialarbeit. Das machen wir hier auch aus der Anlaufstelle heraus mit 4 Kollegen. Zweimal die Woche gehen wir abends in die Szene, verteilen Kondome und Gleitgel, also wir haben so Cruising-Packs, den ein Kondom und ein Päckchen Gleitgel drin ist. Und genau, kommen auch dort mit Leuten ins Gespräch, betreiben auch dort Beziehungsarbeit, machen auch mal kleinere Beratungsgespräche auf Straße, soweit das möglich ist. Haben irgendwie einen Blick in die Szene, lernen Leute kennen, treffen Leute, die vielleicht nicht hierher kommen, treffen auch die Kunden, die Freier. Treffen vielleicht auch Leute, die unser Angebot noch nicht kennen und können unser Angebot so durch aufsuchende Arbeit noch bekannter machen.
Genau, dazu kommt jetzt das Bosnien-Schutzgesetz, das ist jetzt kein Hamburg-Spezifikum, aber auch das ist nochmal wieder ein weiteres Gesetz, was auch meiner Wahrnehmung oder unserer Wahrnehmung nach eher zu einer Kriminalisierung der Sexarbeit führt, als zu einem tatsächlichen Schutz, wofür es ja eigentlich angetreten ist. Auch das stellt Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter in Hamburg vor Probleme und kriminalisiert die Sexarbeit und führt so auch dazu, dass natürlich Zugänge für Beratungsstellen und andere Hilfsstrukturen schwerer werden, dass die Hürden sozusagen für Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter höher werden, sich sozusagen Hilfe oder Unterstützung zu holen. Das ist ja logisch, wenn man das Gefühl hat, man macht etwas Verbotenes, dann tut man sich sicherlich auch nochmal schwerer damit, sich Unterstützung zu holen, wenn man betroffen ist von Gewalt oder anderen Straftaten, die einem widerfahren. Genau, also ich hoffe, dass das nordische Modell, das sogenannte, nicht die Zukunft der Sexarbeit in Deutschland ist. Ich hoffe, dass sich Sexarbeit in Deutschland, also dass die Sexarbeit entstigmatisiert wird, dass es weniger Stigma gegenüber Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern gibt, dass es auch weniger Kriminalisierung gegenüber Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern gibt, weil das einfach die Dinge sind, die letztlich es möglich machen, auch die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Und das ist meiner Meinung nach der einzige Weg, um die Situation der Sexarbeit oder der Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter auch zu verbessern, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Und nur darüber kann es laufen. Und da steht halt die große Stigmatisierung, die Kriminalisierung dem total entgegen. So, also die verschlechtern eigentlich die Arbeitsbedingungen, genauso wie beim nordischen Modell oder wie auch immer man das nennen mag. Also die Bestrafung der Freier, zum einen haben wir das hier in Hamburg schon mit der Kontaktverbotsverordnung. Die wird zurzeit evaluiert, weil es dort auch Kritik aus unterschiedlichen Richtungen zugab. Und auch wir haben daran sicherlich Kritik auszusetzen, weil wir auch gemerkt haben, es verbessert die Situation überhaupt nicht. Also es ist eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Es wird nicht funktionieren über die Kriminalisierung auch der Kundinnen und Kunden, weil auch da führt es dann wieder zu dem, was ich beschrieben habe. Es gibt eine Kriminalisierung. Es gibt irgendwie, Kunden fühlen, empfinden, sie machen was Verbotenes. Und das führt auf jeden Fall nicht dazu, dass es irgendwie ein entspannteres Verhältnis zwischen Kunden und Sexarbeitern oder Sexarbeiterinnen gibt. Und auch für die gesamten Arbeitsbedingungen hat das überhaupt keinen positiven Effekt unserer Meinung nach oder meiner Meinung nach. Und deshalb, genau, kann eigentlich der einzige Weg nur sein, dafür zu kämpfen oder dafür zu sorgen, dass es eine größere Solidarität gibt für Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter. Das bedeutet für mich auch, dass es halt nicht immer so eine Viktimisierung gibt, also immer davon auszugehen, man spricht ja meistens nur über Frauen, die Männer werden ja meistens gar nicht mitbedacht, die armen Frauen oder die armen Sexarbeiterinnen, die immer nur Zwang und Ausbeutung ausgesetzt sind, sondern die Sexarbeiterinnen auch als als Subjekte zu sehen, die selbstständig dafür sprechen können, was ihre Wünsche und ihre Rechte sind und die auch einfordern. Und man sollte sicherlich auch nicht dazu übergehen und das alles bagatellisieren und sagen, es gibt in der Sexarbeit kein Problem mit Zwangs- oder Ausbeutungsverhältnissen oder Gewalt. Das gibt es natürlich alles, aber das ist nichts, was der Sexarbeit per se immanent ist, sondern das sind Dinge, die auch dazu kommen oder auch einfacher dadurch werden, dadurch, dass es halt irgendwie ein Dunkelfeld gibt, was kriminalisiert ist.